Hallo zusammen, in den Tiefen des Schwarzwaldes versteckt sich so manch ein bemerkenswertes Bauwerk. Ein paar davon wurden ja bereits auf diesem Kanal vorgestellt, doch ein ganz besonderer Anblick bietet sich einem, wenn man durch den kleinen, verschlafenen Ort Nordrach fährt. Wie aus einem Horrorfilm kommt sie daher, die ehemalige Rothschild-Klinik, ein altes, düsteres Gebäude, das einen ganz besonderen Charme verbreitet. Seit einigen Jahren ist das Gebäude leerstehend, dabei hat die ehemalige Klinik eine äußerst bewegte Vergangenheit hinter sich. Das im Jahr 1900 fertiggestellte Haus diente zunächst als Lungenheilanstalt, bis es dann 1905 von der Rothschild-Familie übernommen wurde. In den folgenden Jahrzehnten wurde das orthodox geführte Sanatorium zur Betreuung lungenkranker Frauen genutzt. Ein Relikt dieser Zeit ist auch der jüdische Friedhof, der sich am Waldrand einige hundert Meter entfernt von der Klinik befindet. In den 40ern wurde das Gebäude enteignet und das Personal deportiert. Das Grundstück wurde daraufhin in den Lebensborn e.V. übertragen. Insgesamt 247 Kinder kamen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hier zur Welt. In der Zeit unmittelbar nach dem Krieg diente das Haus als Lazarett für amerikanische und französische Soldaten. 1952 wurde das Anwesen der Familie Rothschild zurückgegeben und der Betrieb der Lungenheilanstalt wieder aufgenommen. Leider ist das Betreten des Geländes ohne Genehmigung nicht gestattet. Entsprechend beschränken sich die Aufnahmen in diesem Video auf das, was man von der Straße aus sehen kann. Um das Gebäude herum befindet sich noch eine relativ große Grünanlage, die den Gästen zur Erholung gedient hat. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, bleibt die ehemalige Rothschild-Klinik dem Ort zumindest erhalten, auch wenn das Haus derzeit leerstehend und die zukünftige Nutzung ungewiss ist. Ja, und dann war es das auch schon wieder für heute mit einem weiteren Ausflug in die Tiefen des Schwarzwaldes. Ich hoffe, ihr fandet das Video ein wenig unterhaltsam, also macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.